So, wie gesagt, The Last of Us Remastered habe ich schon ein wenig damals gespielt, weil halt eben ein paar von euch in Streams wollten. Damals, als ich eben noch PS Plus hatte und das Ganze dann, wie auch jetzt immer noch, in der PS Plus Collection war. Da habe ich mir das dann ja ein bisschen angeguckt, nicht weit. Und ja gut, wie gesagt, ich habe keinen PS Plus. Also kam Remake ganz gelegen, so kann ich das Spiel dann doch nochmal spielen. Und das auch in einer, auch wenn das Remake, das Remaster natürlich keine schlechte Grafik hatte. Das ist hier dann schon nochmal ein gewisser Unterschied. Und mir kommt das sehr gelegen. Ich achte da sehr drauf. Deswegen geile rein da. Ab geht's. Eingestellt habe ich jetzt bisher. Left Optionen. Wieso wird mir das vorgelesen? Sprachbarrierefreiheit, alternative Steuerung, Spielnavigation, Sprach. Ich habe das nicht. Sprachausgabe und Audiohinweise. Sprach. Ah. Ich dachte, ich habe mich schon vorhin gewundert, warum es eine Sprachausgabe-Option in den Einstellungen am Anfang gab. Das war damit gemeint. Okay. Okay, das ist ja eins der neuen Features, sag ich mal. Barrierefreiheit, dass halt so viel wie möglich Leute mit irgendwelchen körperlichen Einschränkungen das Ganze, also falls sie blind sind, dann in dem Fall ja, wissen die halt, was da steht. Wurde ja gerade alles vorgelesen, dafür ist es. Und ja gut, ich brauche es jetzt nicht. Warum ist es, es ist krass, es ist ja direkt am Anfang, es ist legit die erste Einstellung gewesen, glaube ich. Ich dachte halt, es wäre einfach ganz normal Sprachausgabe. Ich habe mich schon gewundert, warum soll ich denn jetzt einstellen, dass ich den Sound, ich dachte Sprachausgabe, so, ja okay, dann höre ich halt den Cutscenes, die Stimmen. Ich habe mich schon gewundert, warum man das plötzlich einstellen muss, so. Hä? Aber gut, das ist es dann wohl. Na gut, eingestellt habe ich aber generell so, mäßig, Anzeige hier. Ich habe den Leistungsmodus jetzt mal aktiviert, heißt, das Ganze läuft hier gerade in, ja, 4K 60 FPS. Ich sehe es ja auch in 4K gerade. Aufgenommen wird es, glaube ich, nur in WQHD. Aber ja, also 60 FPS möchte ich schon gerne erreichen hier. Die 40 FPS bei Wiedergabetreue. Weiß ich nicht. Muss das? Ich denke nicht. So, und jetzt fangen wir einfach mal endlich an. Ich sitze hier seit Stunden, könnte das Spiel prinzipiell spielen, aber es kam die ganze Zeit was dazwischen. Ich scheiße jetzt drauf. Ab geht's. Und wir werden ganz sicher nicht... Ja, wir werden ein Mittel nehmen, komm, das ist in Ordnung. Oh, und jetzt wird's verwirrend für mich. Kehre die vertikale Drehrichtung deiner Kamera beim Zielen um. Warum das? Ich denke mal, es ist jetzt einfach ganz normal, oder? Wie in jedem anderen Spiel auch? Okay, rein da. Let's go. Eine Einweisung, fragt Lukai gerade. Braucht man die zum Game? Also, das Ding ist, ich weiß ja selbst nicht so viel. Ich denke, all relevantes Zeugs werden wir noch früh genug erfahren. By the way, schon in den Einstellungen die Controller-Effekte viel zu geil. Mach mal hier ein bisschen lauter. Weil ich glaube, das ist ein bisschen zu leise. Rutsch mal. Ist ja wirklich leise, was ist denn da los? War ein harter Tag, hm? Also, bist du noch wach? Korrigiert mich. Spät. Oh nein, wie spät? Wenn es nicht so ist. Solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines Biest. Sie Was? Ist schön, aber... Ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt.
Na gut. Wie gesagt, ich hoffe, das passt hier soundmäßig. Im Video sollte es passen, das kann ich alles nochmal anpassen im Nachhinein. Stream ist jetzt so eine Sache, ne? Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy? Wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also... Tommy! Onkel Tommy? Hallo? Das, was ich am meisten über den Typen weiß, ist, dass er in der Serie von The Last of Us vom selben Schauspieler wie Ghost Rider in Agents of S.H.I.E.L.D. gespielt wird. Wichtig. Wichtig. Was ist denn da los? Jetzt war doch laut. Sind die Settings einfach nur gerade ein bisschen räudig gewesen, vielleicht vom Game? Dass manche Sounds viel zu leise waren. Minimal leiser. Gut, das habe ich jetzt ein wenig getan. Bin jetzt von 100% auf 79 runtergekommen. Probieren wir es erstmal so aus jetzt. Und gucken hier. Wie gesagt, by the way, ne? Da im Menü allein schon war der Effekt mit dem DualSense, also mit dem Controller halt, ne? So gut gemacht. Und ich dachte, das wäre einfach blödes Rumgelaber. Was da noch ins Game eingebaut wurde, dass man richtig spüren kann, wie die Waffe umgebaut und nachgeladen wird sowieso, ne? Also ich bin sehr gespannt. Die haben sich da ja wirklich Mühe gegeben, glaube ich. Verdammt, die habe ich total vergessen. Lesen. Ja, jetzt finde ich, ja gut, das, ne? Okay. Du bist kein Fossil, noch nicht. Herzlichen Glückwunsch, lieber Papa. Also schön. Du bist nie da, du hast die Musik, die ich höre, du verachtest die Filme, die ich mag. Trotzdem schaffst du es, jedes Jahr aufs Neue der beste Vater zu sein. Wie machst du das? Alles Gute zum Geburtstag, Paps. Hab dich lieb, Sarah. Warum liegt das Ding denn hier? Nur schon vorbereitet und das Ding vergammelt jetzt erstmal nochmal ein paar Wochen, Monate? Oder schon vorproduziert fürs nächste Jahr? Dad? Also irgendwie laggt's gerade bei mir. Vielleicht bin nur ich's. Aber es wirkt so, als würde es laggen. Das muss jetzt nicht sein, hallo. Admittance. Okay. Ist auch easy, aber. Boah, Junge, wo steht denn das alles? Auf der einen Seite. Texas Herald. Anstieg von 300% aufgrund mysteriöser Infektion, hohe Aufnahmezahlen in örtlichen Krankenhäusern. Behördliche Lebensmittelüberwachung erweitert die Liste der kontaminierten Früchte, riesige Rückrufaktion erwartet. Die Behörde setzt ihre Untersuchung von möglicherweise mit Schimmelpilzen befallenen Früchten im ganzen Land fort. Ursprüngliche Listen, die landesweit an den Einzelhandel verteilt wurden, warnten vor aus Südamerika eingeführten Pflanzen. Aber jetzt wurde der Bereich auf Mittelamerika und Mexiko ausgeweitet. Mehrere Unternehmen haben bereits freiwillig ihre Lebensmittel aus dem Handel zurückgerufen. Die Behörde wird voraussichtlich eine erweiterte Liste von Lebensmitteln veröffentlichen, die unter, Fortsetzung auf Seite 3, Polizei, verwirrte Frau tötet ihren Mann und drei weitere Personen. Eine Begegnung mit der örtlichen Polizei endete gestern Abend blutig, als die Polizei auf mehrere Notrufe im Westlake Hills reagierte. Als die Beamten bei ihrem Eintreffen einen grausigen Tatort vorfanden, wurden sie von Sandra Rivers, die sich ohne Wissen der Polizei auf dem Gelände aufhielt, gewaltsam angegriffen. Okay. Okay. So. Also wie gesagt, für mich wirkt es so ein bisschen so, als würde es laggen. Daddy? Die Kamera ist auch sehr schwer zu bewegen gerade. Aber mal gucken, ne? Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Verdammt, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und, sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, los! Es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Was war das? Ach, guck mal. Dad? Oh, hoppla. Kann ich auch schneller gehen? Dad! Bitte? Ich sehe gerade, es ist im Stream ja total, also zumindest auf meinem Monitor. Ist das Game ja total dunkel, Mensch. Beeindruckend, der Fernseher kriegt es tatsächlich mal heller hin.
Gut, ist vielleicht auch HDR. Ist ja wirklich unglaublich viel heller. Was ist denn hier los? Acht Anrufe. Verdammt, wo Hoppla. Bist du? Ruf an. Wo zur Hölle steckst du? Ruf mich an. Bin unterwegs. Ja. Du meinst jetzt auch, es ist nicht so dunkel. Also, klar, es ist absolut spielbar und nicht so dunkel. Aber wenn du sehen könntest, wie das am Fernseher aussieht. Ich sehe alles. Am Monitor ist es meist ja noch recht dunkel, wirklich. Endlich. Also die Ecken, sag ich mal, vor allem. Ja? War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Ich erinnere mich noch an ein paar Stellen. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Genau das. Jim. Moin. Komm her, komm her. Jimmy, komm zurück. Jimmy, ich warne dich. Nein. Geh. Du hast ihn erschossen. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Okay. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich habe da eine Ahnung. Komm, oh, Scheiße. Geh da rein. Da ist überall Blut. Ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Scheint sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Irgendein Parasit oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Hey, Sarah. Wie geht's dir, Liebes? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Kein Handy. Kein Radio. Ja, uns geht's super. Eben noch hat der Sprecher palabert. Und wo sollen wir hin? Er sagte, das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. 71, die wollte ich nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Ja. Sorry. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Es passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man das über die Ost- und die Westküste. Hey. Ja, im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt, nicht hier. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay. Mal sehen, was sie brauchen. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey, fahr vorbei, Tommy. Besser so. Gesehen als du. Es war Pain, aber... Wir hätten helfen sollen. Besser so. Geil. Wir könnten einfach umdrehen und... Hey, was zum Teufel los jetzt? Ah. Ach du Scheiße. Toll, toll. Oh Gott. Tommy. Tommy, verpissen Scheiße. Wir uns hier. Was ist das denn? Was zum Teufel war das denn? Hast du es gesehen? Ja, hab ich. Ach, guck mal, Mensch, ich kann mich ja richtig bewegen. Ist ja der Wahnsinn. Rennen die weg. Holen sie heraus. Ich versuch's ja. Oh nein. Wir können hier nicht anhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Wie alle rennen und der eine Typ da am Rand. Oh, ist der schon infiziert? Ja, jetzt rennt er auch mal. Der ist gerade nur so ein bisschen chill gegangen. Wow.
Das habe ich tatsächlich nicht mehr in Erinnerung. Erinnerung. Daddy? Hey! Hey! Zurück, Kleines. Zurück. Mir geht's gut. Zack. Zack. Kleines. Okay, gib mir die Hand. Was ist denn? Mein Bein tut weh. Wie schlimm. Ziemlich schlimm. Wir müssen jetzt rennen. Gib uns weg. Komm schon. Halt dich fest. Okay. Nee. Daddy. Aber ey, du hast einen großen Vorteil, in den USA zu leben. Wir haben hier Waffen. Erzähl scheinbar gerade nicht, aber ey, Tommy, du hast es. Leute, da brennen. Die einfach nur mich anscheinend. Rennen! Wo ist Tommy denn eigentlich? Oh, Junge. Ich bring dich hier raus. Ach, da. Dieser Sound. Okay, scheiße. Hätte ja keiner erwarten können, Mann. Hier lang, durch die Gasse. Ah, okay. Kann ja keiner wissen. Los! Wollte gerade noch sagen, ist Gasse nicht auch ein bisschen schwierig so? Verdammt! Wir können doch genauso gut rumrennen und hier haben wir viel weniger Platz auszuweichen. Renn doch. Komm schon. Los zum Highway. Los, du hast Sarah. Ich bin schneller als sie. Onkel Tommy. Wir treffen uns dort. Mach schnell. Daddy, wir müssen ihm helfen. Er schafft das schon. Wir sind fast da. Sie kommen näher. Mach hin. Dad? Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey, helfen Sie uns. Stopp! Bitte. Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund. Aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Bitte nicht. Oh nein. Strammer Schuss. Sarah? Aber von dem eben auch. Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines. Kleines, tu mir das nicht an. Bitte tu mir das nicht an. Ja.
Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt ja, genau, jetzt kommt hier doch schöne Erklärung. Es war unfassbar, aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer Zuständigkeit... Schon seit drei Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. So. Für 20 Jahre später, ne? Hat er sich noch halbwegs gut gehalten. Ich weiß nicht, wie alt soll er denn bitte vorhin noch gewesen sein da? 20 Jahre später und er sieht immer noch... Also er ist natürlich... 9 Stunden bis zur Sperrstunde. Schon sehr alt, sieht man. Aber dafür, dass das 20 Jahre sind. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. Der wirkt ja vorhin schon nicht mehr wie 30 so. Das ist ja schon nochmal ein bisschen älter gewesen. Das heißt, jetzt ist er ja eigentlich schon mindestens 50. Vermutlich viel, viel höher noch, ne? Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Aha. Anscheinend gibt's immer mehr Infizierte. Und umso mehr, die sich wegschleichen. Auch irgendwie ein bisschen rennen? Ich hab uns Papiere besorgt. Wir sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Ausweise bitte. Bitteschön. Was wollt ihr hier? Ich hab heute frei.
Ich besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Raus hier, los! Durchschließen! Freier Fleisch! Schieß von da! Sie hauen ab! Ja. Joel, weg hier, komm schon. Ah, Spenden L1. Okay. So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Verarzten, aha. Stopp. Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außen rum gehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Herr Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene? Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. So, wie geht's hier weiter? Joel, hilf mir mal damit. Ah. Unauffällig, hätte man fast gar nicht gesehen. Seid vorsichtig da draußen. Es werde Licht. Oh Gott, das ist schlimm. Sie sollten darauf achten, was sie wegwerfen. So, unser Zeug. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Alright. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Bereit? Ja, Ma'am. Na los. Wie soll ich das machen hier? Okay, ich hab gar nicht richtig was gedrückt, aber... Okay, einfach mal hoch da. Geh weiter. Okay. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? Ich war lange nicht draußen. Das ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. Wo ist die Leiter? Also ich glaube, in der Aufnahme als auch im Stream wird es nochmal ganz anders wirken als hier jetzt gerade. Hab sie! Gut, bring sie rüber! Hier hin? Oder... Ja, doch. Dann Ladies first. Lady, du musst mich wohl verwechseln.
Alles ist relativ. Hier lang. Jetzt hier runter. Ob Robert unsere Waffen noch hat? Um seinetwillen hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Warte, Sporen. Wo zur Hölle kommen die her? Bisher war es hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Hier sollten wir durchpassen. Oh, Scheiße! Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf! Vorsicht. Scheiße! Pass auf! Helf mir! Meine Maske ist kaputt. Ich will mich nicht verwandeln. Ja, deine Maske ist kaputt. Was willst du jetzt tun? Das bringt doch auch nichts mehr, Mann. Müssen wir? Gehen wir. Ganz normal, oder was? Okay. Sie so, ja, okay, dann gehen wir mal. Tschüss. Geht ja auch ein Knacks, ne? Hier liegt nicht schon zufällig irgendwie wieder Muni rum. Wir haben nämlich nur noch 3 Schuss und wer weiß, was noch hier so abgeht, ne? Genau. Ja, geil. Ja, ganz toll. Was? Was steht da? Lautloser Kill. Großartig. Die knabbern da. Himmel. Wo ist Tess? Ach da. Okay. Tess! Tess, was machst du? Wo bist du? Ja, komm, mach doch. Ach, sag doch, dass ich auch einfach schlagen kann. Okay, das na, guck mal, wieder einen Schuss vergeudet. Hoffentlich. Gehen wir zurück in die Stadt. Laggt zufällig der Stream gerade ganz enorm? Also ich sehe es in der Vorschau, dass es wirklich ein bisschen heftig ist, im Vergleich zum... Ich hoffe nicht. Also ich meine auch laggen, wirklich laggen. Ich guck mal selbst eben rein. Oder halt sehr niedrige Framerate. Okay, also im Stream sieht's gut aus, so halbwegs. Hier ist halt auch ein Stream. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass mindestens die Aufnahme dann in Ordnung ist, so. So, wie gesagt, aber Munition wäre nicht schlecht. Hat die zufällig irgendwer was in die Mülltonne geschmissen oder so? Wäre cool. Frische Luft. Dafür lohnt es, draußen zu gehen. Ich hasse den Gestank in der Stadt. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Wenn du nicht abgelaufen wäre, wäre das eine Idee.
Okay, was ist da? Ah. Hier lang. Geht klar. Verdammt, das Brett ist weg. Aber wir können doch da runter irgendwie. Guck mal, was stellst du dich so an? Wärst du so nett, bitte? Ich hole es. Mach doch schon. Wie bekommen wir es am besten jetzt hoch? Hier, ist die Frage. Ah. Sehr gut. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Okay. Hier wieder hoch irgendwie. Top. Wir sind fast da. Aha. Oder? Ich glaube. Was war denn das eigentlich? Also ich habe irgendwas gerade eingesammelt auf jeden Fall. Ob hier Soldaten sind. Kannst du ja auch nicht sehen, hä? Komm. Weird. Mach zu. Nimm dir die Kugeln. Wir brauchen sie noch. Boden. Mach ich ja wie gesagt nicht neu, ne? Da, top, yay. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert. Darf ich nachladen, bitte? Weil der Knirps in der Nähe ist, nicht oder wie? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Los geht's. Na komm. Seid das. Wie süße Lady, wie geht's dir denn? Gehört, nicht jetzt, Terrence. Nein, ist gut. Ich nicht hab dich jetzt. Verstanden? Okay. Kann ich machen. Sieht doch nicht gleich so rum, was ich. Also es laggt halt wirklich teilweise ein bisschen, ne? Anfassen heißt kaufen. Tess, ist lange her. Du kommst gar nicht mehr vorbei. Hey, ja, da los! Schlag doch zu! Na, wo willst du denn hin? Setz dich hin. Oh, sorry, Tess. Ihr gehört zusammen. Geht einfach weiter. Wer ist das? Alter Bekannter, frag mich. Es laggt halt wirklich. Aber gut, ich habe auch noch nicht das neueste Update hier. Ja, Framerate ist niedrig. Aber das ist ja schon schlimm genug, ne? Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Aber teilweise hängt es halt wirklich schon sehr krass. Es sind wenigstens konstant eine niedrige Framerate, so, ne? Aber. Es hakt halt teilweise echt schon. Los geht's. Aber ich, wie gesagt, ein Update habe ich ja noch nicht.
Day One Patch halt. Vielleicht wird dadurch alles besser nochmal. Aber dann leider auch erst ab dem nächsten Stream. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Miststück, ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß drauf. In Deckung! Bereit? Ja. Ich werde euch töten! Ich geb Deckung. Ziel auf sie. Ah! Weil ich sprinte, dann. Ja, Sniper, ne? Ja. Ja. Sehr gut. Gut gemacht, Cowboy. Würde sagen, Profi. Du auch. Wo hat er die ganzen Leute her? Dass Robert perfekt beherrscht, sind leere Versprechungen. Machen wir dem ein Ende. Liegt hier noch hinten so ein Quatsch rum oder so? Ach, habe ich auch was zu heilen? Mist. Ist ja nämlich ganz gut, ne? Hey, hilf mir hoch. Okay, gut. Gib mir die Hand. Ach so. Dachte, du machst einfach Tür auf oder so. Ich habe jetzt einfach mal nach oben gedrückt und Spring gedrückt. Scheint was zu bringen. Okay. Das ist doch toll. Hier drüben, Joel. Mehr von Roberts Leuten. Tja, ich sehe sie. Woher weißt du, dass sie kommen? Zwei von uns hat's erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße. Wie die einfach für irgendwelche Randoms voll die krassen Synchronstimmen wasten. Schnell und leise, Cowboy. Muss man dann ehrlich in dem Fall nicht, sagen. Dass hier wer rumschleicht. Sind nur die beiden. Weiter. Ich wollte schon sagen, mir kam die Stelle aus dem Game doch schon bekannt vor. Oh. Ich dachte, das wäre Tess hier drin. Ich habe die Person ja gesehen. Hui. Und jetzt kriegen wir mal hier gut, Flaschen. Wir noch eine Runde und gehen dann. Es ist ja, vermutlich auch andere Gegenstände, ne? Was ist mit Robert? Bei wem kriegt er heute unter? Drücke für einen schnellen Wurf. Achso. Wir reden mit den anderen, wir finden schon was. Okay.
An den Typ kann man sich halt auch. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Schnell und leise. In der näheren Umgebung niemand? Okay. Kommen wir nicht hoch? Doch. Noch einer? Ja. Was zur Hölle war das? Wow. Gib mir Deckung. Deftiger Schuss ins Knie. Hat doch nicht gereicht, deine Arme! Oh Gott! Arschlöcher! Verdammt, wo bist du hin? Hab ich ihn? Hey Mann, mach jetzt keinen ja. Scheiß! Irgendwie wird's noch nicht so. Nervenaufreibend hier, Mensch. Nervenaufreibend. Wir bräuchten hier mehr Leute. Sie wären nur im Weg. Stimmt. Ach, ich kann ja auch schlagen. Ich vergesse es jedes Mal. Los, zu den Docks geht's hier lang. Packen wir es. Jetzt kann ich deren Stuff doch aufsammeln. Gerade habe ich mich schon gewundert, dass die nichts gedroppt haben, sag ich mal. Ich habe jetzt ja auch diese wundervolle... Tessin. Hallo? Boah! Ich dachte schon, sind die jetzt hier... Ah, okay, sie ist einfach runtergegangen irgendwo, ne? Hier ist wirklich niemand mehr, ne? Aber umschauen sollte man sich ja vielleicht da nochmal. Okay. Ach so, okay, was? Einfach gedrückt halten? Okay.
ist er. Dieser eingebildete Mistkerl. Bringen wir es hinter uns. Wir müssen klug vorgehen. Es sind sehr viele. Verdammt lange nicht mehr gekommen. Ja, tja. Keine Kontakte mehr im Norden, keine Kontakte im Süden. Scheiße, ich weiß nicht, wer uns doch was verkaufen soll. Deshalb machen wir wohl diese scheiß Bewacherjobs. Verdammter Robert, er sollte uns lieber was liefern. Wie nützt man diese Dinger nochmal? Ich sag, hier sind wir am Arsch. Wir sollten sehen, dass wir hier wegkommen. Du bist verrückt. Herauszugehen wäre Selbstmord. Die anderen Schmuggler machen das. Was glaubst du, was hier abgeht, wenn es nichts mehr gibt? Ich versuche mein Glück lieber hier. Ah, okay. Dreieck drücken für einen lautlosen Messerkill. Geht halt schneller und ist teilweise vielleicht dann sinnvoller. Vielleicht direkt schon hier. Was ist das denn? Ein Stein. Nein, wir haben noch nicht so viel Platz im Inventar, ist halt das Ding, ne? Deshalb müssten wir jetzt tauschen. Wäre ich jetzt noch nicht so der Fan von. Bisschen dumm angestellt jetzt mit allem. Weil da eine Typ halt kam. Aber gut. Ist halt so, ne? Boah, es laggt halt wirklich jetzt. Kann man mir sagen, was man will? Boah. Was wollen wir denn mit dem Kerl? Mir passt nicht, wie er uns herumkommandiert. Sein bescheuerter Pferdeschwanz passt mir nicht und dass er uns noch nicht bezahlt hat, schon gar nicht. Die Leute, die hinter ihm her sind, sind mit die gefährlichsten in der Stadt. Was machen die wohl, wenn sie Spitz kriegen, dass wir da mit drin hängen? Ja, Robert verarscht sie wirklich alle. Ich hab doch den Leistungsmodus drin, oder? Es ist ja wirklich teilweise ein bisschen... Ja. Wie läuft das Game denn bitte ohne? Ach du Scheiße. Also ich hoffe da sehr, dass da noch der Day One Patch viel rausholt. Oh nein, nein. Fernseher nicht abschalten. Nein, 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 nein. So nicht, mein Freund. So nicht. Was will der sich denn jetzt abschalten? Was ein Knilch. Abbrechen. Danke. Junge, Junge. Stress nicht. Stress nicht. Was man aber sagen muss, Grafik war nochmal ein bisschen besser gerade. In dem Modus, ja. Das Büro. Robert ist bestimmt da drin. Gehen wir. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass der Day One Patch da nochmal was rausholt.
Das ist ja hier gerade brutal. Wobei, gut, man könnte vielleicht ein bisschen helfen, indem man die Auflösung hier... weiß gar nicht, wie das gehen soll. Ich habe gelesen, man kann die Auflösung nativ auf 1440p stellen. Dann, gut, hat man zum Beispiel auch keine dynamische Auflösung und vielleicht konstant 60 FPS. Verdammt nochmal nichts zu reden! Nimm die Knarre runter! Die Konsole hat die Funktion ja eigentlich noch nicht. Haut endlich ab! Haut ab! Robert! Also, die Konsole sollte jetzt ja bald eigentlich mal 1440p Support kriegen, aber bislang ist da noch nichts. Nur in der Beta halt und, ja, ne? Hallo, Robert. Tess. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu, was ihr immer hier gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur die sagen... Die Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar, aber es ist kompliziert. Okay. Hör zu, lasst mich einfach ausreden, okay? Fuck! Stopp, stopp, stopp! Hör auf zu jammern. Was würdest du sagen? Ich hab sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl, ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, wer hat die Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hä? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon. Scheiß auf die Fireflies. Schnappen wir sie uns. Das ist eine Scheißidee. Der hat auch ein kleines Aggressionsproblem, habe ich das Gefühl, ne? Hoppla. Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung, wir erklären es ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Queen Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das? Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Wir müssen hier weg. Sofort. Ihr wollt den Deal? Dann los. Okay. Ich weiß einen Ausweg. Kommt.
Wobei es jetzt halt echt nicht mehr leckt. Das ist ganz komisch. Deine Leute? Der Rest von ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Hier lang. Warum jetzt? Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Nehmen wir mal alle. Joel, hilf mir doch mal. Ja, dann lass mich doch da ran. Achso. Hey, hältst du das noch durch? Es geht. Also da muss ich mir echt angewöhnen, immer so zu kämpfen. Moment, Soldaten. Da geht's raus, die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie es läuft. Lasst uns gehen. Wir müssen zu dieser Tür. Solltet uns heute keinen Ärger machen. Und tschüss. Wir haben alles verpasst. Ich nehme den hier. Schleich dich an und nimm den anderen. Gerechtigkeit wartet nicht, Soldat. Wie wechsle ich? Ah, ja, genau. Die Flasche wollte ich mir gleich mal benutzen. Wer ist da? Oh nein. Verfluchte Scheiße. Hey, wir werden gejagt. Verteilt. Top. Ich weiß, da hatte ich damals Probleme, glaube ich. Irgendwie so. In dem Bereich hier. Da lief's schon sehr beschissen für mich. Okay, vorsichtig. Okay. Oh, hallo. Nee, ich hab nicht. Na, beweg dich doch nicht. Endlich. Stopp sie! Er ist hier drin! Oh, was? Los, Tempo! Negativ. Suchen wir weiter. Verdammt!
Weg da, weg da, weg da, weg da! Oh! Sie sehen uns nicht. Es sind so viele heute. Wo ist dieser? Nimm dir das Ding doch. Scheiße, wir sind doch hier. Suchen wir weiter. Wer ist da? Einfach nicht gesehen. Ja, klar. Ja, klar. Wow, ich sehe ihn. Die juckt nur, ob ich hier bin oder was? Anderer Typ, komm mal ran. Die haben nichts gedroppt. Ah, das ist jetzt schlecht. Oh doch, oh, wichtig. Ich muss mich jetzt hier nochmal dringend umsehen. Nix liegen lassen hier. Siehst du? Gut, das ist nicht viel, aber hey. Ich nehme, was ich kriegen kann. Ja, Controller-Aim ist so eine Sache. Na, muss ich so dran gewöhnen. Ist ja auch viel Auto-Aim. Aber halt trotzdem Pain. Da brauchst du halt auch Auto-Aim, ne? Ist ja immer so eine Diskussion. Ja, yeah, Controller-Spieler haben aber auch Auto-Aim. Ist ja klar, dass die besser sind. Ja, Digga, versuch hier mal ansatzweise so akkurat zu zielen wie am PC. Da brauchst du es halt. Dann ist es so halbwegs ausgeglichen. Und eigentlich für PC-Spieler immer noch viel, viel leichter. Hier lang. Ist nicht mehr weit. Gut? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Wir sind jetzt auch gleich da. Achtung, die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Mist. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Was sollen wir schmuggeln? Ich zeig's euch. Aber jetzt laggt's halt schon wieder. Das ist halt wirklich laggen. Zumindest wenn man auch selbst spielt, merkt man's halt. Im Zugucken vielleicht nicht so stark. Aber wenn man selbst merkt, dass die eigene Bewegung hier gerade ziemlich ruckelt. Eieiei, das ist nicht schön, ey. Damit. Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Oh, ich spüre mein Headset schon wieder knacken. Irgendwas läuft da nicht. Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch. Es ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen.
Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele, wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Bei ihm. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sie sein. Sie ist das wahre Joel. Mann. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du, komm her. Gehen wir. So, jetzt muss ich mal gucken. Aufgrund dessen, dass mein Headset schon wieder stresst. Oh, ich habe Schüsse gehört, aber was war los? Psst. Das ist ja gerade wirklich sehr unangenehm. Ah, yeah, es kratzt sehr. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Ich glaube. Ich folge dir nur. Ja. Ach du Scheiße. Wurde dir zufällig gerade gespeichert? Ah ja, es wurde gerade eben noch gesaved. Perfekt. Dann würde ich an der Stelle auch sagen, machen wir hier Pause. Auch vielleicht ganz gut eben, natürlich eben wegen jetzt Headset. Es ist so räudig, ich weiß. Aber gut, dann kann ich auch den Day One Patch da mal komplett installieren lassen und so weiter und so fort, und wir können dann hoffentlich bald weiter durchziehen hier und dann auch mal ein bisschen länger. Es ist leider sehr kurz geworden hier, aber gut, also ich denke, morgen sollte da auch easy nochmal Zeit sein, um weiterzumachen. Jetzt ist halt, wie gesagt, wirklich ein bisschen kritisch. Ich glaube, ich muss auch so noch ein paar andere Sachen, die technisch noch nicht einwandfrei laufen, fixen. Wie gesagt, das war vorhin katastrophal. Ich muss das hier erstmal jetzt wieder alles in die richtigen Bahnen lenken und dann gucken, dass das hier wieder läuft. Und ja, dann geht's hoffentlich, wie gesagt, sehr bald weiter. Und ja, danke fürs Ansehen. Sowohl an die Leute im Stream, als auch die das Ganze hier vielleicht als Video dann sehen. Und ja, yeah. Folgt überall rein, je nachdem, wo ihr schaut, dann eben beim jeweils anderen. Also wenn ihr auf Twitch schaut, bei YouTube, wenn ihr da schaut, dann auf Twitch, dann bekommt ihr die Streams auch mit. Und so weiter. Oder wenn ihr eben Stream verpasst, landet das Ganze irgendwie irgendwann auch auf YouTube. Ja, gut. Und wenn ihr den nächsten Stream nicht verpassen wollt, auf Twitter sind eigentlich die Ankündigungen immer safe drin. Bei Insta ist es immer so eine Sache. Aber egal. Gut, dann danke fürs Ansehen. Bis hoffentlich morgen. Ich versuche es. Und ja. Tschüss.